Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Gin Stories. Ich habe meine Kollegen wieder mitgebracht und wir erzählen euch Stories, die uns passiert sind oder die wir mitbekommen haben. Ich euch eine Geschichte, die ist ein paar Jahre her und die spielt sich über 2 Tage ab. Ich war damals mit ein paar Kollegen draußen und damals war ich nicht so der Mensch für abends rausgehen. Und dann bin ich abends in so einen Park gegangen und da war ich da spazieren mit ein paar Kollegen und meine Kollegen sind dann so vorgegangen und dann, als ob ich so etwas gesehen habe, so. Ich war alleine und ich habe mir so übelst Paranoia geschoben. Ich war übelst der ängstliche Mensch bei sowas. Und dann habe ich so etwas gesehen in so einem Gebüsch, ne? Aber ich habe das gar nicht ernst genommen erstmal, ne? Und dann war das für mich so, als ob mich das verfolgt hat. Die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit weggelaufen. Also was ist weglaufen, weggegangen davon. Und als ob ich die ganze Zeit was gesehen habe, oder das war so etwas größer, komplett schwarz war das. Und es hat mir die ganze Zeit Paranoia gemacht, die ganze Zeit. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Also ich habe mich von meinen Jungs verabschiedet, bin ich nach Hause gegangen. Und dann bin ich einen Tag später nochmal da gewesen. Das war so ein Ort, da waren wir immer im Sommer. Da waren wir den ganzen Tag wieder da und ich habe mir den ganzen Tag Kopf darüber gemacht. Und die ganze Zeit so Angst gehabt, dass es wieder abends wird und dass es wieder dunkel wird. Weil ich hatte so, als ob mein Gefühl mir gesagt hat, dass es wiederkommt. Und dann bin ich abends so mäßig gegangen und dann war ich mit meinem Kollegen, der ist Hamid, und dann habe ich das Ding so wieder gesehen. Und ich sage zu dem: Bruder, hast du das gesehen? Ich sage: Bruder, was laberst du? Ich sage: Bruder, doch, doch. Dann sind wir weitergegangen. Und dann immer so, dann hatte ich so immer, als ob ich das immer wieder sehe. Und dann haben wir uns so hingesetzt und hatte so einen Tagtraum. Und habe ich so die ganze Zeit in so eine Richtung geguckt und walla walla, als ob mir das Ding immer näher kommt, immer näher kommt. Und es hat die ganze Zeit irgendwas so im Mund gehabt, so. Und dann habe ich Paranoia bekommen, das Grauen, das Grauen. Ich habe richtig Angst gehabt, ne? Und gesagt: Bruder, ich gehe jetzt. Bruder, ich kann mir das auf gar keinen Fall geben. Und der sagt zu mir: Nein, Bruder, was laberst du? Bruder, bleib mal hier. Ich sage: Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ganz alleine. Bei mir ist das so, ich wohne in einer Siedlung, da sind so ein bisschen Hochhäuser. Und zwar abends dunkel. Ich will nicht sagen, dass es davon kam, aber ich habe die ganze Zeit etwas gehört, aber es nicht gesehen. Aber nicht dieses gehört, einer auf jemand hat bei sich zu Hause geredet. Dieses gehört, als ob es versucht hat, mit mir zu reden. Und das hat mich so auseinandergenommen. Ich war die ganze Zeit ängstlich des Grauens. Als ob mich das die ganze Zeit verfolgt hat. So, es wurde mir so kalt im Körper und so und so. Ich bin nach Hause gegangen, habe dann meine Eltern darauf angesprochen. Und dann haben meine Eltern so eine Frau gerufen. Hat die Frau gesagt: Ja, dich verfolgt etwas. Dann haben die Koran über mich gelesen. Und dann musste ich so etwas trinken und so ein Öl benutzen und so. Und seit da ist es auch viel besser. Weil damals habe ich an sowas gar nicht geglaubt. Dann habe ich das erlebt und jetzt respektiere ich dieses Thema richtig krass, weil ich gönne das niemandem. Das ist so ein Gefühl von Angst. Du weißt nicht, was es ist. Du weißt, dass es da ist. Es ist aber irgendwie auch nicht da. Und dann haben die halt einfach zu mir gesagt, dass ich beten soll und den Islam finden soll, dass der Teufel mit mir am Spielen ist. Okay, also meine Geschichte. Wir waren mit Freunden unterwegs, also schon ein bisschen länger her. Und wir haben einen Freund, der glaubt überhaupt nicht an Dschinns. Also gar nicht. Der denkt, so was gibt's nicht und so. Wir sind so 3, 4 Jungs. Und wir waren damals auf Sportplatz. Und bei uns ist so Sportplatz so richtig. Du musst erstmal durch einen Wald gehen. Und am Ende vom Wald ist dann so Sportplatz, ne? Oder du kommst an den Autobahnweg. Und dann sind wir Richtung Wald gegangen. Es war aber noch hell, weil wir am Kicken. Ihr kennt doch so, wenn man kickt, man vergisst voll die Zeit und so. Auf einmal ist voll dunkel. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt: Ey, komm, lass mal nach Hause gehen, bevor jetzt ein Dschinn kommt und so. Und dann haben sich so diese zwei angefangen, darüber witzig zu machen: Ey, komm doch, ich fick dich, ich fick dich. Und dann, ihr wisst ja, dass ich Angst vor sowas habe. Und dann bin ich Sorge und meine: Hör auf damit und so, man soll nachts nicht über die reden und so, dies, das. Und dann haben die sich so ganz weit weiter darüber lustig gemacht. Und dann hatten wir so ein Gefühl, also alle anderen außer die zwei, die sich lustig gemacht haben, so dass uns jemand beobachtet. So, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Kennt ihr das so? Als ob jemand so hinter euch steht. So, und das wurde mir richtig unangenehm. Das Problem ist, du kannst nicht mal wegrennen, weil wenn du wegrennst, musst du erstmal 15 Minuten durch den Wald laufen. So, und dann wurden die alle sauer und meinten: Nee, hört auf jetzt, Jungs, hört auf jetzt. Und die haben den ganzen Weg von Sportplatz weitergemacht und da war Erft. Und Wasser, wie ihr wisst, ist ihr Haus von Dschinns. Also die leben in Wasser, im Wald und so. Da, wo wir nicht halt rein sollten, wo wir denen die Ruhe geben sollen. Und die meinten dann die ganze Zeit, sich darüber witzig zu machen. Ja, und dann hat es halt angefangen, unangenehm zu werden. Auf einmal haben wir so gespürt, wie wir angetippt werden. Also erstmal ein Kollege und dann haben wir gedacht, dass er sich auch darüber witzig macht. Und dann haben wir den angeschrien: Ey, hör auf damit, das ist nicht lustig und so. Fangen jetzt auch einen Stand an. Ja, und dann auf einmal ist der runtergefallen. Und als der runtergefallen ist, wussten wir jetzt nicht,
ob der Witz macht oder nicht. Wir sind dann weitergegangen und der meinte dann, ey Jungs, irgendwas durch meinen Körper gegangen und so. Und dann wurde es ernst und dann wussten die anderen auch, dass es ernst war. Dann sind wir mit dem direkt zu seinen Eltern gegangen. Die sind dann mit denen zusammen zu einem Hodja gegangen. Da haben wir das erzählt und es kann sein, also wir wissen das bis heute nicht, dass ein Jinn kurz in seinen Körper reingegangen ist und wieder rausgegangen ist. Hat er komische Aktivitäten oder so gemacht? Der ist runtergefallen, er hat sich so zwei, als ob der Herzinfarkt hat, kennst du das? Ja. Diese kurze Bewegung. Aber das Problem ist, dass wir dachten halt, dass der mit den anderen Spaß macht. Und wir haben den dann nicht ernst genommen. Wir haben gesagt, Mohammed, steh jetzt auf, das ist nicht lustig und so. Und dann, als der aufgestanden ist, waren seine Augen so richtig, richtig rot. Und der meinte dann, ey, Wallah, irgendwas war in meinem Körper. Und wir haben den noch sogar beleidigt, weil wir wussten jetzt nicht, ob der Spaß macht, Bruder. Ja, und aber seitdem ist der auch nie wieder Wald gegangen. Aber der hat auch richtig stark zum Islam gefunden seitdem. Aber deswegen sage ich euch immer, macht euch niemals witzig über so etwas. Darüber macht man keine Witze. Bruder, das war aber auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das Sihr-Video gemacht habe. Ich musste mich ja voll da reinlesen, habe voll viel recherchiert und so, ne? Und wie gesagt, voll viele Sachen habe ich im Video gar nicht erwähnt, weil das ja eher dann so Stories waren, die Leute erzählt haben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Story wirklich echt ist. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall eine gängige Methode von Sihr-Machen ist, ne? Ich habe ja damals auch in dem Video zum Beispiel gesagt, dass Leute beispielsweise ein Kadaver, ihr wisst, was Kadaver ist, ne? Ein totes Tier, also Körper von einem toten Tier, an irgendeinen Ort werfen, so, ne? Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, ist, dass teilweise diese toten Tiere, dass deren Mund zugenäht ist, ne? Mhm. Und in deren Mund ist dann quasi der Sihr versteckt. Also quasi ein Blatt Papier mit einem Foto von euch, mit so einem Zauberspruch halt, so nach dem Motto, ne? Da dachte ich mir, okay, krass, bei Tieren heftig, ekelhafte Aktion, echt Hurensöhne, wenn die sowas machen. Aber was ich so krass fand, da habe ich irgendwie gehört, da war so ein Typ irgendwann mal, seine Mutter ist verstorben und dann wollte der halt auf die Beerdigung seiner Mutter, ne? Du kennst das ja in Marokko, dann wurde da beerdigt. Da hat es irgendwie noch ganz, ganz knapp geschafft, aber die Mutter war angeblich schon zu dem Zeitpunkt in so einem weißen Tuch eingewickelt. Mhm. Hat das gerade noch geschafft, so dahin zu gehen und wollte unbedingt noch seine Mutter sehen, ne? Also den Leichnam seiner Mutter, ne? Und dann hat er so halt, haben die dieses Tuch so aufgemacht, dann hat er gesehen, dass der Mund von seiner Mutter zugenäht war. Guck mal, wie ehrenlos, Bruder. Der Mund, der Leiche seiner Mutter war zugenäht. Der Typ ist durchgedreht. Er ist ausgerastet, Bruder. Natürlich haben die alles aufgemacht, haben die im Mund von der Mutter ein Stück Papier gefunden. Am Ende, guck mal, wie heftig, haben die halt gefragt, ja, ey, wie kann das sein, dass der Mund von der Mutter zugenäht ist, von der Leiche, wie soll das sein? Haben allen Ernstes die Frauen, die Leiche gewaschen haben, es gibt ja die Leute, die ja mal so Tote reinigen, haben die zugegeben, dass die das waren. Meint, ja, wir haben Geld bekommen, wir wurden dazu beauftragt, die Familie zu verfluchen. Und dann haben die, ich glaube, weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro bekommen, damit die das halt machen. Alle Haftstrafe. Und ihr müsst euch vorstellen, bevor diese Leute hier eine Leiche sauber machen, die machen Gebetswaschung, fangen an, Bismillah, dies, das. Das ist ja so das all das, was wir ja eigentlich auch sagen, weißt du? Aber es sind halt die größten Hurensohn, Heuchler überhaupt. Mir kommen gerade die Tränen. Ja, heftig, ne? Überleg mal, was das für ein Schock war. Aber die haben ja zum Glück das doch rechtzeitig gefunden. Stell dir jetzt mal vor, die Mutter wäre beerdigt worden, mit dem Sehr im Mund, Familie zerbricht. Noch wenn ich sage, was bist du für ein Mensch, wenn du siehst, der verliert gerade seine Mutter, Familie hat eh schon einen Schock, ne, anscheinend, egal jetzt wie alt der Typ ist oder wie alt die Mutter war, aber dass du dann weißt, der hat schon einen Todesfall und dann versuchst, mit dem Todesfall den noch eins reinzudrücken. So wie gerade beim Thema Sehr sind, mir ist auch was passiert als Kind. Soll ich das kurz erzählen? Das ist mir mal passiert als Kind. Kennst du auch bei uns im Islam, wenn man als Kind geboren wird, als Junge, dann bekommt man ja so die Vorhaut weggeschnitten und dann wird ein Schaf geschlachtet und dann wird so eine kleine Feier mäßig für den Jungen gemacht. Genau, Sabah. Und dann haben wir bei uns zu Hause ganz viele Leute eingeladen. Bei uns zu Hause waren dann irgendwie so viele, dass mein Vater statt ein Schaf vier Schafe schlachten mussten. Weil so viele Leute da waren, um die zu ernähren. Kennst du, dann liegt man so als Kind da und am Ende kommt jeder und schiebt dir Geld unter dein Kissen oder legt dir das Baby halt Geld auf den Bauch oder so, ne? Und am Ende waren dann halt alle weg. Dann haben meine Eltern das Geld halt eingesammelt, das hat meine Mutter mir erzählt. Und unter meinem Kopfkissen war dann so eine arabische Schrift, so Sihr. An dem Abend hat mich jemand einfach verflucht. Aber zum Glück haben die das direkt dann aufgefunden und konnten dann dagegen noch vorgehen. In der Moschee hat man mir dann Koran und so vorgelesen, dies, das. Aber jemand hat versucht, ein unschuldiges Baby, was nicht mal ein Jahr auf der Welt ist, zu verfluchen. Und war bei uns zu Hause, hat gegessen, getrunken, aber wir wissen bis heute nicht, wer das war. Aber wie krass ist das, Bruder? Bei uns zu Hause getrunken, gegessen und hat so getan, als ob der mir irgendwas unter meinen Kopf gehen tut, also Geld, Geschenk oder so, und wollte mich dann verfluchen. Auch noch so eine Sache an deine Zuschauer, Bruder, ne? So dieses ganze Sihr-Ding und so, gibt ja auch Leute, die nicht daran glauben, auch wenn die Muslime sind und sonst was, wissen wir auch und so. Gibt Leute, die sich darüber lustig machen und so. Schön
schön und gut, aber was ich mir so denke einfach nur ist, weil diese Methoden, die wir hier auch so beschrieben haben, die gibt es ja wirklich. Und ich denke mir einfach so, auch wenn du jetzt nicht an das Sehre glaubst und so schwarze Magie und denkst, ach, die Zauberei, bin ich hier auf Hogwarts und so, aber trotzdem, die Tatsache, dass Leute sowas machen, das ist das, was ich viel, viel gruseliger finde, als den Fluch selbst. Wenn ich höre, die nähen Mund zu und tun da was rein und so, denke ich mir, wie krass gestört muss dieser Mensch sein, um sowas zu machen. Ich finde es viel, viel gruseliger, dass diese Menschen auf dieser Erde sind, die sowas machen, als diese Geister, die dahinter sind. Wenn ich ehrlich bin, weißt du, was ich meine? Ich schwöre, ja. Das ist das, was mir halt Angst macht, dass es so gestörte Menschen gibt. Das ist das, was ich an sehr so interessant finde. Also meine Geschichte handelte sich vor circa 2,5 Wochen, ne? 3 Wochen. Da war ich im Büro abends. Da habe ich so 3 Mitarbeiter aus Düsseldorf gehabt. Die kamen dann zu uns im Büro und es war so 23 Uhr circa. So, es war ziemlich spät. Ich war den ganzen Tag da, ich war K.O. Aber ich musste denen noch so ein paar Sachen beibringen, ein bisschen Papierkram machen und so. Und die hatten nur abends Zeit. Daraufhin haben wir halt die Sachen so erledigt, dies und das. Auf einmal fängt der Erste an, sozusagen, ja, mir ist voll übel und sowas. Ich sag so, ja, geh auf Toilette, wasch dein Gesicht, trink was. Hat er den anderen mitgenommen, hat er ihn angetippt, ist er mit denen gegangen. Daraufhin, also es waren 3 Jungs, ne, 2 sind dann auf Toilette gegangen. Ich war nur noch mit den einen alleine. Der wäscht sein Gesicht, alles drum und dran. 15 Minuten vergehen, wir sind immer noch nicht gekommen. Auf einmal kriegen wir so einen Anruf. Kommt mal schnell runter, ruft mal Krankenwagen. Ich gehe dann so runter mit den einen Kollegen quasi. Gehen runter, auf einmal, ich gucke, dieser eine ist da die ganze Zeit so runden am Laufen am Parkplatz. Auf dem Parkplatz die ganze Zeit runden am Laufen, runden am Laufen, runden am Laufen. Ich guck, ich sag dem, was ist los mit dem? Was hat er gemacht, ne? Hat er irgendwas genommen oder sonst irgendwas? Ich dachte erstmal, er hat irgendwelche Drogen oder so zu sich genommen. Er sagt, nein, voilà, der macht sowas nicht. Und das ist so einer, der ist richtig ruhig. Der ist übertrieben ruhig. Der redet nicht, der macht gar nichts. Versteht ihr? Das ist ein richtig lieber Junge. Ich guck, auf einmal, er kommt so zu mir, er war richtig aggressiv, wollte mich hauen, dies und das. Ich sag, wir haben ihn versucht zu beruhigen, ne? Wir machen Kur'an die ganze Zeit an, ne? Da hat sich die ganze Zeit aufgeregt. Auf jeden Fall danach, er packt diesen anderen Typen an. Ich schwöre auf meine Mutter, ihm wird auch übel. Ich guck, der kotzt, fängt an zu kotzen. Weißt du, was er kotzt? Schwarze Seide. So Linien. Oh nein. Schwarze Seide. Das hab ich euch jetzt, voilà. Das war richtig krass, hör zu. Ich bin noch nicht fertig. Er kotzt schwarze Seide runter. Ich guck. Danach dieser andere. Uxumobile ist wirklich so. Uxumobile. Wir können meinen Cousin anrufen. Ich guck, danach dieser eine kommt so zu mir, war wieder aggressiv drauf. Also er kam, er war so zwischen 2 Parallelen so. Einmal war er bei sich, ne? Hat er gesagt, ey Jungs, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Und dann war er wieder voll aggressiv. Verpiss dich! Verpiss dich von mir! Weil ich hab gestern Kur'an angemacht, ne? Und da ist das auch entstanden mit meinem Zahn. Er hat mir eine Faust gegeben. Deswegen ist doch mein Zahn abgebrochen. Jo. Versteht ihr? Ist ja da passiert. Ich guck, der gibt mir eine Bombe, so ein Jab, so ein ganz leichter Jab gegen meinen Zahn, ist abgeflogen. Daraufhin, wir rufen einen Krankenwagen, ne? Krankenwagen kam. Ich dachte erstmal die ganze Zeit, das wäre Wallah. Ich dachte bis dahin immer noch, Wallah, das kann nicht sein, irgendwas mit Seher oder Jins oder sonst irgendwas. Ich dachte erstmal, er hat irgendwelche Drogen genommen oder so. Haben die Drogentests vor Ort gemacht, war alles negativ. Danach wurden die mitgenommen zum Krankenhaus, kamen auch die Eltern und sowas. Und eine Woche später habe ich dann erfahren, dass er auf ihn Seher gemacht wurde und sowas. Also derjenige, der gekotzt hat, diese schwarze Seide. Also Leute, damit ihr wisst, meine Story hat stattgefunden im Jahre 2017. Da war ich mit 4 Kollegen, also waren es insgesamt 5 Leute. Wir sind zusammen, also wir wollten zusammen zu so einem Geisterhaus gehen, ne? Wir wollten zu einem Geisterhaus gehen und wir waren halt so alle so ein bisschen ängstlich und so, weil man hat viel von diesem Geisterhaus immer gehört und so. Das ist ja auch direkt in meiner Nähe. Und wir sind dann dahin gegangen, erst ein bisschen Eier geschoben, die sagst, ja, ich gehe als erstes rein, ich gehe dies, das und so. Und danach auf einmal waren wir halt davor. Also jeder hat auf einmal richtig Angst gehabt. Und wir sind dann reingegangen, also 3 Jungs sind reingegangen und ich wollte nicht reingehen, ich hatte richtig Angst. Ich bin dann vor der Tür, also das war keine Tür, da war ein Fenster. Man musste über Fenster halt reinklettern. Und ich und ein anderer Kollege sind dann ganz vor der Tür, also vor diesem Fenster halt geblieben und haben da halt ganz so gechillt, dies, das, dies, das. Danach haben wir halt von einem anderen Fenster einen Stein reingeworfen und die haben sich direkt erschrocken. Haben wir gelacht, haben gesagt, Spaß, Jungs, chillt, das waren wir und so, ne? Meinten die ja so, boy, kleine Wichser, dies, das, wir haben uns voll erschrocken, so, so. Auf jeden Fall sind die da weiter drin geblieben und dann haben die nochmal was gehört. Und diesmal dachten die, glaube ich, wieder, wir waren das, aber wir haben gesagt, ich schwöre, wir waren das nicht, ne? Und dann sind die alle rausgelaufen, sind alle runtergesprungen aus diesem Fenster und so, Bruder, einer fliegt sogar voll auf die Fresse und so. Und dann sind wir da rausgelaufen und standen dann so mich vor diesem Eingang von diesem Geisterhaus, ne? Und wir haben eine Frau gesehen, die an uns vorbeigegangen ist, mit einem blauen karierten Hemd und so ganz normalen Jeans. Und mit ihrem Hund, die ist so Gassi gelaufen oder so. Und wir sind dann halt ganz kurz so wieder reingegangen und dann dachten wir so, nein, komm, lass lieber abhauen. Als wir aber
wieder zurückgekommen sind, gucken wir nach rechts und das waren so ein paar Sekunden nur, ne? Einmal, wir sehen diese ganze, also diese gleiche Frau auf demselben Gang und ihr müsst euch vorstellen, rechts und links ist nur, da sind nur Bäume und Gebüsche, also du kannst rechts und links nirgendwo reingehen, das funktioniert nicht. Du siehst auf einmal, diese Frau hat anstatt einem blauen Hemd ein rotes Hemd an und wir sind voll geschockt, ne? Wir haben es erstmal gar nicht realisiert, ne? Wir haben die gesehen und danach sagt mein Kollege, ey Jungs, die hatte doch gerade noch ein blaues Hemd an, ne? Ich so, ja, warum? Meinte, guck mal, Bruder. Ich guck nach rechts und sehe auf einmal, die hat ein rotes Hemd, ne? Und die guckt so auf den Boden. Dann haben wir die alle angeguckt und wir denken so und so, hä? Und danach hat die uns angeguckt, ne? Und Bruder, ich habe ein Kribbeln in meinen Körper gespürt. Wir sind alle fünf direkt abgehauen, nach Hause gelaufen. Und Bruder, das war so ein Tag, Bruder. Bruder, ich kann mich einfach daran erinnern, als wäre das gestern, Bruder. Und immer, wenn ich wieder daran denke, Bruder, kommt so ein Kribbeln in mein Dings, weil das so richtig Gänsehautmoment ist. Und Bruder, wir haben an demselben Abend dann noch sogar ein Bild gemacht, was wir auf Instagram gepostet haben. Auf jeden Fall, Bruder, ich hatte eine Angst in mir, Bruder, und ich sehe diese Frau immer noch so vor mir. Wallah, das ist richtig schlimm. Konntest du das Gesicht erkennen von der Frau? Nein, die war so, sagen wir mal, das war schon so ein bisschen weit weg. Die war so 50 Meter, nein, nicht mal so, 30 Meter von mir entfernt oder so, 25 Meter. Und die hat uns so ganz leicht angeguckt und die hat so ganz kurz uns angeguckt. Und Bruder, wir sind direkt weggerannt, Bruder. Wir hatten so eine Angst, Bruder. Hat der Hund von dir nicht gebellt und so? Nein, Bruder. Wir sind doch gelaufen, dann... Bellt doch einen Hund eigentlich. Wallah, der hat nicht gebellt. Komisch, nein. Ne? Wenn der Hund allein schon nicht bellt, klingt das auch nochmal voll die komisch. Kribbeln in meinem Körper. Wallah, Bruder. Ja, scheiß drauf, ich guck einfach. Mir ist gerade eine ganz krasse Story eingefallen. Von einem Freund von mir, ne? Ich habe einen Freund, ne? Und es gehen viele sind eifersüchtig auf den, ne? Der hat sich auch von vielen Leuten getrennt. Der hat halt eine gute Familie. Der hat eine wohlhabende Familie, ne? Die haben so in mehreren Städten haben die so ein Haus, ne? So im Ausland, in Deutschland, dies, das. Und das Problem ist, dass dieser Typ, der ist halt so nett. Der gibt jeden Zeit, der hat halt keine Sorge und so, ne? Das war der Typ, der war in Marokko, ne? War der ganz lange, locker 2 Monate, war der, die haben da ein dicker Apartment am Strand und so, ne? Und als er zurückkam, hat er mich abgeholt, haben wir ein bisschen abgehangen, waren nachts ein bisschen rumfahren und dann fängt er an zu weinen, ne? Wallah, einfach, so? Ihr müsst euch vorstellen, Jungs, ne? Wir waren am Fahren, wir haben Musik gehört und der ist kein Mensch von Traurigkeit. Ich hab den noch nie traurig gesehen. Der macht Musik auf, sagt zu mir, ey Biggie, macht Musik aus, guck mich an, guck nach vorne und weint. Wallah, der hat richtig geweint. So, ich sag so, ey Bruder, was ist los mit dir? Der weint übertrieben. Ich sag, Bruder, fahr mal hier raus kurz an diese Raststätte. Der weint, der fährt raus. Ich sag, was passiert? Er sagt, Bruder, weißt du, was mit Marokko passiert ist? Ich sag, Bruder, was denn? Der sagt, Bruder, Wallah, einen Monat jeden Tag, Bruder, ich komm nach Hause. Irgendjemand schreit mich an. Ich sehe jemanden, der schreit mich an. Wallah, ich hab grad Gänsehaut. Ich schwöre auf Koran. Ich sag so, Bruder, nicht dein Ernst. Sag, Wallah, ich versuche abzuhauen von ihm auf Toilette. Ich setze mich auf Boden. Der kommt. Der sagt, du kannst von mir abhauen. Ich sag so, Bruder, hab keine Angst. Wallah, alles wird gut. Er sagt, nein, Bruder, wird nicht gut. Ein Monat. Ich schwöre jeden Tag, Bruder, ich bin in Deutschland. Ich höre auf einmal Türen klappern und so. Der kommt überall, wo ich bin und so. Ich sag so, Bruder, bitte, alles wird gut. Vertrau mir, mach Koran an. Sag, Bruder, Wallah hat mir nicht geholfen, Bruder. Egal, was ich mache, sobald ich allein zu Hause bin. Der kommt, der schreit mich an, Bruder. Der ist halb schwarz, bisschen weiß. Ich sehe manchmal nur Körperteile, aber gar nichts. Bruder, ich hatte so Angst. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihm helfen sollte, weil ich selber Angst hatte. Wir waren auf einer Autobahn, Raststätte, ohne Tankstelle. Kennt ihr diese Raststätte, wo es dunkel ist, wo nur so ein paar LKWs parken? Eine Toilette da. Nicht mal. Da parken 2-3 LKWs, Safi. Diese ganz kleine. LKWs. Genau. 2-3 LKWs, ohne Bank. Diese ganz kleine nur. Und zwar nachts. Und sagst du, Bruder, fahr. Wir reden. Der sagt so, Bruder, ich kann nicht. Ich hab Angst. Und der war, du hast ihn in deinen Augen gesehen, der war psychisch kaputt. Der sagt einfach, der schreit mich an, Bruder, der schreit mich an. Ich sitze auf Toilette, meine Augen sind zu, der sagt, mach deine Augen auf, der schreit mich an. Boah, ich wusste nicht, was ich machen sollte dann. Hab ich gesagt, Bruder, lass uns hier wegfahren, weil auf einmal kam da, ich hatte so einen Druck in meinem Kopf, kennt ihr das so? Ihr werdet so bedrückt von etwas, ich wusste nicht, Wallah, erstmal in meinem Leben war ich so, was soll ich jetzt machen? Ich mach Koran an, der sagt, mach aus, der mag das nicht. Und dann habe ich ausgemacht, habe gesagt, Bruder, lass uns jetzt ganz schnell nach Hause fahren, bitte. Und den ganzen Weg hat der geweint, der hat Musik nicht angemacht, nichts, er hat nur geweint. Dann habe ich gesagt, lass mich einfach hier raus. Und dann habe ich aber danach seinen Onkel angerufen und ich weiß nicht, ob die das geklärt haben oder nicht. Auf jeden Fall hatten wir da nichts mehr miteinander zu tun, mit keinem mehr. Jetzt sehe ich ihn ab und zu mal wieder, der lacht wieder und so, aber ob das besser geworden ist oder nicht, weiß ich nicht. Das Problem ist, du musst dir vorstellen, der hat mich so angeschrien.
Ich wollte Koran anmachen. Der macht so, mach aus, Bruder, der mag das nicht. Bruder, der mag das nicht, mach das aus, bitte. Was soll ich machen, Bruder, auf Autobahnnacht? Auf jeden Fall, Freunde, danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Bock auf sowas habt, wenn ihr Geschichten habt, in die Kommentare. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Bleibt so, wie ihr seid. Hey, hallo, hey.